Zu einem weiteren Part, die Sims 4, und naja, meine Stimmung ist, naja, ziemlich beschissen. Also, was heißt beschissen? Also, es war Vorfreude auf den Part und dann, naja, kam was anderes bei raus. So, Eleanor geht einem nicht mehr auf die Nerven und falls doch, machen wir sie weg wie früher. So. Aber machen wir sie auch jetzt weg? Ich meine, wir sind einmal hier. Andererseits muss ich dann warten, bis ich nach Hause reisen kann und darauf haben wir weder Zeit noch Lust. Also gehen wir nach Hause. Eleanor kann man immer noch wegmachen. Falls uns wieder auf die Nerven geht. Und naja, wegmachen ist auch ein guter Stichpunkt, weil naja, wir werden ja noch, naja, nicht wegmachen jemanden, nicht killen, aber wir werden eine Rache nehmen. Und das auf die vielleicht böseste Art und Weise, die in Sims möglich ist. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Ja, zumindest ist das der Plan. Ob es aufgeht, wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber der Plan wird auch noch ein bisschen, also da muss man für komplett am, also da sollte man komplett für am Start sein, weil es ist ein Plan mit mehreren Stufen und wir sind, also wir begeben uns in diesem Part hoffentlich auf Stufe 1 des Plans. Also es, der hat mehrere Stufen. Es dauert halt ein bisschen, ein paar Parts, bis wir den Plan vollständig ausführen können. Aber dafür sind wir ja hier, dafür gibt es die Parts und dafür werden wir alles geben. Das Problem ist, der Baumodus ist verbuggt, wie wir ja gesehen hatten, in dem, also für alle, die das Video geschaut haben. Das ist das einzige Problem, was ich leider habe, zurzeit, was mir nicht gefällt. Weil es ist der Baumodus nicht nur hier verbuggt, in der Extrem Hardcore No Money Challenge, nee, er ist auch in der normalen No Money Challenge verbuggt, was heißt, er könnte überall verbuggt sein. Weil es liegt eher am Baumodus als an den Saves, weil die sind ja komplett unterschiedliche Saves. Ich hatte noch nie hier in der Extrem Hardcore No Money Challenge Probleme gehabt. Jetzt auf einmal fangen sie an wie bei der normalen No Money Challenge. Also entweder haben die Entwickler was gegen die No Money Challenges, die ich mache, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder durch die ganzen Fixes und so haben die irgendeinen Scheiß mit dem Baumodus veranstaltet. Was, ne, was so nicht geht. Und naja, deswegen, wir können nicht im Baumodus. Ja. Ob das uns aufhält und die Challenge komplett hops nimmt? Vermutlich. Wobei, nee, die Grabsteine können wir nun nicht platzieren. Wobei, wir testen das einfach mal jetzt. Weil bis zu den Grabsteinen ging ja alles. Also darf ich einfach nur keine Grabsteine platzieren. Warum auch immer, das ist meine Deko, aber ja, schöner Wohnen ist eh nicht so unser Fall. Deswegen, während meiner am Weg ins Bett ist, nachdem er noch am Handy schaut, was er nicht soll, was nicht genehmigt ist, ja, verkaufen wir den ganzen Plunder. Oh Scheiße, das wollte ich nicht verkaufen. Egal, jetzt ist es weg. Jetzt ist es halt weg. So. So. Ja, es liegt an den Grabstein. Also glaube ich zumindest, was daran lag. Trophäenschrank hängen wir mal auch mal hier oben irgendwo hin. Erstmal. So. Edelstahlautomat. Das hier wollten wir verkaufen. Das hier. Und den haben wir auch geklaut. Und das haben wir geklaut. So, Edelstahlomat und Dings müssen wir uns wegdenken. Ja. So. Okay, ja, geht. Aktuell. Okay, dann liegt das also an den Grabsteinen. Okay, jetzt weiß ich immer ein Bescheid. Spionage abzeichnen. Spionage. So. Guck mal. Ah, hier. Gut. Gut. So. Okay, ein Satellit. Ah. Okay. Das brauchen wir dann also auch. Wir hören die Leute hier ab. Ah. Um zu wissen, was abgeht. Na, wobei, nee. Das ist nicht unser Stil. Und Trophäenschrank. Ja, holen wir uns, wenn es soweit ist. Brauchen wir auch nicht. Wir gehen in den Live-Modus. Wir waren bei 4,6, 4, ja, 4,6. Nehmen wir einfach 4,6, die 90 denken wir uns weg. Wir waren einfach bei 4,6.
Sorgen dafür, dass wir bald wieder bei 4-6 sind? Oder sollen wir es so lassen? Na, wir sorgen für 4-6, aber erstmal lassen wir uns auspennen und werden dann uns, ja, den ersten Schritt einleiten, wenn meiner denn fit ist. Und bis dahin habe ich eigentlich nichts zu tun, außer ich gehe nochmal in den Baumodus rein. Oh, Bess ruft an, shit. Ich bin im Baumodus. Shit. Ich wollte gerade gucken, was wir so mit der Knete, die wir haben, anstellen können. Wobei, nee, wir machen erstmal das Geld dann einfach weg. Ist dann einfacher. Ja, was wir dann noch holen werden, wäre die Theke. Ja, Bess Anruf leider nicht durchgehen, schade. Freier Zeitpunkt. Ja, ein paar Theken werden wir dann wahrscheinlich holen. Einen Herd vielleicht auch. Andererseits können dann die Besucher für ein Feuer sorgen. Ja, also dass mein Chef für ein Feuer sorgt, das kann ich mir nicht so vorstellen, aber die Besucher, man kennt sie ja. Deswegen immer Vorsicht besser als Nachsicht. Ich träume von Spinnen, okay. Aber gut, für mich ist das kein Albtraum. Also, ich meine, ja. Also meine Traumfrau, die ist auch, naja. Na, reden wir nicht darüber, ich will nichts spoilern. Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Heute sind solche einige Dinge passiert, die es wert wären, auf Sozialhase gepostet zu werden. Nö. Aktuell. Wobei, wir können mal reinschauen. Ich weiß, das ist ja eher im Schlafen. Gerade. Gucken wir mal, was so ist bei Sozialhase öffnen. Achso, geht nur, wenn er wach ist. Ah, okay. Cool. Cool. Realistisch gehalten. Kann man nicht sagen, gegen. So realistisch ist auch nicht das mit dem Regen, weil aktuell ist hier ja glühheiße Wüste wie aus Mario Kart. Die Map da. So fühle ich mich im Real Life. Scheiß Sommer. Scheiß hitzige Temperaturen. So, das auf den Pott gehen. Spülen und dann natürlich die Hände waschen. Zähne putzt du dir nach dem Essen, nicht vorher, wie das manche Leute machen, weil das ist dämlich. Weil was für vorm Essen die putzen, so. Das gehört habe, dachte ich mir schon so, what? Ja, ist ja richtig dämlich. So, danach putzt du dir auch die Zähne, dann kann es losgehen. Mein Real Life halt beides wichtig, Hände waschen und Zähne putzen. Und naja, aber man muss nicht jedes Jahr zum Zahnarzt, weil ich war 7 Jahre nicht. Trotzdem war alles in Ordnung, so. Hat nur gesagt, yo, nimm, Junge, du sollst das nicht vorm Essen machen. Vor allem schmeckt dann das Essen nicht, du Vollidiot. Das Essen schmeckt dann nach Zahnpasta. Oh Mann, ey. Ich muss ihm echt alles beibringen, ne? Diesem Vollidioten. So, zieh die Winterkleidung an. Und dann geht's auf Reisen jetzt. Oder? Ja, nee, erst Weltenverwalten-Menü. Und dann müssen wir nach Reisen gehen. Ja, leider müssen wir da zweimal. Das machen, weil ich habe keinen Bock auf die Knete, die halt Tina Tinker bekommen hat, weil wir, also die zählt ja eigentlich nicht zu unserem Haushalt. So. Das war, weil ich sie töten wollte. Und dann kam mir die Idee, nee, lass sie doch leiden, die Frau. So richtig leiden, weil wir profitieren davon auf jeden Fall. Und ja. Aber Tina Tinker wird so richtig leiden. Da habe ich mich um was überlegt für. Aber gut, da muss ich mir merken, keine Grabsteine mehr als Deko platzieren. Aber gut, das heißt, wir können das Good Ending in der No Money Challenge vielleicht wirklich bringen. Muss ich mal testen, weil das ist längst überfällig. Aber ich dachte, das ganze Game wäre verbuggt. Vielleicht nicht ganz. Vielleicht nicht ganz. Ich habe die ganze Zeit versucht zu fixen. Es ging nicht, weil ich nicht wusste, woran lag der Fehler jetzt. Und ich habe auch ja, immer wieder es versucht und so. Dagegen nichts. Also vielleicht liegt es einfach an Grabstein. Aber vielleicht liegt es auch an was anderem. Müssen wir mal gucken. Aber wenn es an Grabstein liegt, kein Problem. Lassen wir die einfach immer im Inventar. Muss ich mir merken. Ist zwar kacke, aber naja. Was willst du machen, ne? Robelt! Robelt schnobelt! Ihr kriegt Geld von uns. Die Robelt schnobelt. Weil ich meine, die Bernice, die hat sich ja gut um Joey gekümmert. Während wir Mancher in Anführungszeichen zurück von Toten geholt haben. Deswegen kriegt ihr hier von mir
dass wir auf 4,6 gehen. Das müssen dann 400 sein, ne? 430 ungefähr. Ne? Nee. 2K noch. So. So. 2000 noch, so haben wir. Warte mal, was? Wieso haben wir jetzt 2,8? Na, das soll so nicht sein. Die haben uns abgezogen. Oder ich bin nicht gut in Mathe, entweder oder. Aber so soll das nicht sein. Wir haben uns das Geld verdient. Was heißt, wir werden hier 2, 2, 1, 2, 1, 8 müsste das sein, die uns geben. Jetzt habe ich mich locker wieder verrechnet. Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Denise, du darfst natürlich zu deiner Familie zurück. Aber wenn ich das nicht verstehe, was ist das mit ihr und mir? Es ist heiß und kalt. So. Und das, obwohl sie die Mutter und also eine verheiratete Ehefrau und Mutter ist. Also, ja, das kennst du dir nie ausdenken. So, wir reisen. Allerdings reisen wir zu einem Geheimort. Und zwar reisen wir nach Glimmerbrook. Nur, dass wir halt. Ja. Bei. Hallo? Ja, wir rein zum Wachposten. Besuchen. Los. Denn wir werden jetzt was erkunden, was Besonderes, Spezielles, Außergewöhnliches, so wie ich bin, so wie mein Char ist. Und ja, das ist der erste Schritt, die erste Phase des genialen Rachefeldzugs. Racheplans. Und ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf, diese Rache zu nehmen. Ja. Möchte keine kostenlosen Ohrhörer. Okay. Die Entwickler wollen mir was kostenlos geben? Sollen lieber einen Baumodus fixen. Also das mit dem Grabstein, weil es. Aber andererseits, wenn es nur das mit dem Grabstein ist, dann ist das noch in Ordnung. Wenn der Baumodus allerdings weiter verbuggt ist, ja, dann müssen sie es fixen. IEA, bitte nicht fixen. Es geht noch in Ordnung. Es geht noch in Ordnung mit den Grabsteinen. Ich nehme die Grabsteine, bevor ihr Dinge schlimmer macht. Ich nehme die Grabsteine, die verbuggt sind. Aber er ist auch so ein Hörni mit dem Zähneputzen. Ich meine, ganz ehrlich, warum man halt auch nicht vom Essen die Zähne putzen sollte, ist halt, ja, dann schmeckt alles nach Zahnpasta. So, ich kann das nicht. So, wenn ich Zähne geputzt habe, ich kann danach nicht eine Stunde, eine halbe Stunde oder Stunde später was essen. Das geht nicht. Das schmeckt dann wie Zahnpasta. Schmeckt richtig ekelhaft. Oh, hier. Haben wir noch gar nicht gemacht. Frösche suchen, ne? Kann man mal machen. So. War ich schon mal hier. Tigerfrosch. Okay. Ich weiß noch nicht, was Joey dazu sagt. Angeln können wir hier auch. Salbeistrauch. Ja, wobei, also, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir angeln kurz. Gehen wir kurz angeln, ist okay. Rechnung im Brief lassen, na super. So, einmal kurz Rechnung bezahlen. So, Briefkasten. Nice. Angelfähigkeit erworben. So muss das. Ich könnte jetzt auch das Bestreben wechseln zu Angler, aber nee. Lassen wir so. Es ist. Kann ich mal was fangen? Es gibt da was Bestimmtes, was ich fangen will. Anscheinend sind Fische in der Gegend zu clever. Anders angeln, ein bisschen Fischkick. Okay, na gut, dann. Wir wollten ja sowieso weg. Und naja, ich wollte nur kurz ein bisschen angeln. Sind irgendwelche Pilze, die eigenartig aussehen. Kann die mitnehmen? Nee, ne? Nur Deko, genau. Ich weiß auch nicht, warum meine Konsole so gehypt ist, aber. Es ist so. Konsole ist Hype. Wo ist der? Kack. Hä? Nicht blöd? Nicht blöd? Wo ist das? Wo ist, wo ich hin will? Wo ist das? Na, erstmal anhalten. Erstmal Ruhe bewahren. Können wir hier auch schwimmen? Okay.
Warum ist es denn hier so? Also manchmal mehr Deko als wie das Spielerlebnis aus. Ist leider so. Finde ich nicht gut. Aber gut, meine Meinung von Deko kennt man ja sowieso. Petersilie. Also gar nicht, dass Petersilie so aussieht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind wir überhaupt richtig? Eigentlich müsste das doch sein, dass wir richtig sind. Vielleicht doch nicht. Aber ich meine ja. Nö. Gut. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ah doch, hier. Aber warum denn hier hinten auf einmal? Ins Reich der Magie reisen mit. Gucken wir mal, wen wir mitnehmen können. So. So. Gehen wir mal da mit. Portal betreten. Achso, das hätte ich vorlesen müssen. Egal, wir sind jetzt im Reich der Magie. Ah gut, wenn niemand mit dabei ist, darf niemand mit reingezogen werden. Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Ist schon lange her, dass wir im Reich der Magie gewesen sind. Auch cool, dass mein Handy gut geladen ist, genauso wie meine beiden Controller. Das ist echt cool. Habe ich eigentlich alle Parts in der Playlist abgesehen von dem einen, wo es halt nur so. Ah, vielleicht sollte ich den Part dann einfach, also das eine Video einfach löschen. Weil, naja, es sind halt nur verbuggte, ja. Diesen Bug bitte nicht fixen oder so vielleicht. Weil es halt nur an den Grabsteinen liegt. Hoffentlich. Also es macht den Eindruck. So, wenn es halt an den Grabsteinen, also wenn es halt so bleibt und so, liegt man an Grabsteinen und so, ist ja alles in Ordnung. Okay, so, dann möchte ich einmal mit dir kurz reingehen. Wir brauchen allerdings, also es interessiert uns halt nur eine Art von Magie. Klar, wir können jetzt Magier werden, das ist halt wie in der No Money Challenge zu machen, uns Geld ordentlich zu klauen und ordentlich uns Essen herzuzaubern, aber das ist nicht, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, um in der Challenge zu cheaten. Wir sind hier, um was Bestimmtes zu lernen. Und diese Art von. Wobei, kann man das eigentlich von schleuen? Mach das mal kurz. Wenn da eh niemand ist, komm, nimm's mit. Gönn dir. Los, los, los. Könnte bald wer hingehen. Nice. Sehr gut. Dann müssen wir reden mit. Müssen wir mit dir reden? Ich weiß es gerade nicht. Wobei, doch, du bist die für Ungezähmte. Ja. Mit dir müssen wir. Wobei. Bernice wäre auf eine Verabredung. Ah, Bernice. Das passt mir gerade nicht. Vor allem habe ich ja versucht mit. Also, ich habe ja mit ihr geflirtet und sie ist ja darauf angesprungen, aber. Sie haben mich ja auch teilweise verarscht. Also. Ja. Oder halt, sie schämt sich für die Gefühle, die sie. Oder. Also für die Emotionen, die ich in ihr hervorrufe oder. Keine Ahnung, was weiß ich. Was weiß ich? So, ich habe keine Ahnung, was auch immer ihr Fall ist. So, was ist eigentlich mit dem anderen Char? Wobei, so kann ich Charles wiederbeleben. Das wäre auch nicht verkehrt. Also muss ich wohl mit euch beiden reden. Sowohl mit dem Schelm als auch mit ihr hier. Und da müssen wir uns gut einfreuen mit beiden. Wobei, nee, nur mit einem von beiden, dass ich Magier sein kann, glaube ich. Ja. Ja, gut.
So, aber ich kann mich auch mit beiden anfreuen von mir aus. Ist ja auch kein Ding. So, Hauptsache, irgendwer von euch Heinis bringt mir die Magie bei. Hätte auch Faber übernehmen können, aber Faber musste weggemacht werden. Deswegen, vielleicht hätte ich Faber auch lassen können, weil ich weiß ja. So, ich hätte sie verwenden können und sie dann töten können, eigentlich. Grace, hey! Bisschen andere Magier kennenlernen ist auch nicht so verkehrt. Vor allem, ob man es glaubt oder nicht, Grace und mein Char, die haben echt gute Gene. Also, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Grace nicht so hart auf meiner. So, Also nicht so so. hoch auf meiner Prioritätenliste ist, aber die ist schon crazy. So. Gute Genetik der beiden. Darf ich da mal bitte aufhören hier auf die Gruppenunterhaltung, auf die der alte Mann keine Lust hat, weil sich an. Ja. Vielleicht hat er Angst, hat er kein Interesse an Frauen oder so, der Typ, keine Ahnung. So, wir fragen, kann ich vorstellen. Los, 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 schön, du hast Hallo gesagt und so. Ist okay. Du sollst hier nicht Freundschaften, also sollst hier Freundschaften schließen, aber erstmal dich vorstellen bei der anderen Magierin, die uns weiterhilft. Ach, die hängen auch Gemälde, die wir aktuell nicht rankommen. Los, rede mit Hannah. Los, rede mit ihr jetzt, du Vollidiot. Ja, weißt du was? Machen wir anders. So. So. Los. Genau. Super. Genau. Und dann gehen wir duschen eben. Schnell duschen, weil wir wollen nicht flirten gerade. So, dann. Ich weiß nicht, wen wir mehr von den beiden brauchen. Ich glaube. Könnte sie sein, könnte aber auch sein. Immer Magie verwendet machen wir. Reden wir mit ihr, weil es mit dem einen Typ hat ja auch nicht. Ja, genau, sollst erst duschen, Junge. Ach, ist egal, wir sind Zocker. Wobei, theoretisch, die magische Künste zu erlernen ist ein wunderbares, aber auch gefährliches Unterfangen. Bist du wirklich bereit, den Weg zur Magie einzuschlagen? Ja, auf jeden Fall. Ohne Freundschaft? Ich dachte, ich bräuchte dafür eine Freundschaft. Krass. Benötige 7 Magiepartikel, um das Geschenk der Magie überreichen. Ich habe die Partikel Sicht verliehen, damit du Partikel finden einsammeln kannst. Vielleicht dann Magie nach Partikel und bring sie mir. Ja, auf jeden Fall. So, diese kleinen Dinger hier. Und genau das machen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Und ob man es glaubt oder nicht, diese Jobs, die es hier gibt, also die hatten wir ja auch schon mal in der normalen No Money Change gesehen. Hier gibt es halt auch so, ja, Läden und so für Magier. Und die hätte ich nicht entdeckt ohne Rakes. Der hat mir da im privaten Spielstand, den wir hatten, weitergeholfen. Das war halt vor Tube. Und ich bin ja der Experte, was Sims angeht. Während er mein Schüler ist, vielleicht. Mein Lehrling. Es war schon interessant zu sehen. Und ja. Props an Wakes an der Stelle. Aber gut, er kriegt eh genug Props. So. Lull. Was vom Besen geflogen. Schade eigentlich. So. Dann einmal. Aber ich muss mich damit auch beeilen. So, deswegen, Char, beeil dich mal. Achso, das ist gar nicht unsere. Das ist gar nicht der Antagonist. So, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Prisha, okay. So, mehr wollte ich gar nicht wissen. So. Das hier noch weg. Kurz am Phone. Oh, spannendes Magier-Duell. Grace, nein, nicht Grace. Grace hat verloren gegen den Typen hier. Gegen Flo Grün. Ein Teenager hat sie besiegt. Also Magie hat wohl keine Einwirkung auf Alter. Krass. Auch noch wer? Christina. Also sind gespawnte Charles, genauso wie die Senioren hier. So wie die Christina, so wie die Prisha. Grace ist nicht gespawnt. Flo Grün aber ist gespawnt. So der Dude, der die Grace besiegt hat. So. Komm schon. Gönn dir. Gönn, gönn, gönn. Gönn, gönn, gönn. Gönn dir den Scheiß. Dann haben wir hoffentlich 7.
Wobei, ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir mehr sammeln als sieben. Ja, wir haben sieben, aber ich glaube, wir können die später noch für was verwenden. Nee, können wir nicht. Okay, Megumi ruft an. Hey, ich bitte dich erneut, den nachbarschaftlichen Aktionsplan Spaßgemeinschaft zu unterstützen. Er geht bei den Abstimmungen, aber momentan sieht es so aus, als ob Produktion sauberer Energie gewinnen würde. Okay. Ich halte das für eine bessere Option. Sehr gut. Unsere Naps wird umgesetzt, wenn wir noch mehr Stimmen erhalten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Sonst können wir laufen. Vergiss nicht, Stimme bis Montag, 18 Uhr. Ja, Megumi, das ist das Problem. Ich bin gerade beschäftigt. Aber andererseits mit der sauberen Energie, das geht mir dann auch auf die Nerven. Das heißt, wir müssen später hier weitermachen. Theoretisch. Also nehmen wir es noch Gemälde. Ah, ne. Die haben schon geklaut. So. Berg zurücksetzen. So. Sorry. Dann einmal duschen gehen. Ich habe das zu sehr übertrieben, die Challenge. Och nee, jetzt geht der da rein oder was? Ach Mann, ey. Verpiss dich, er geht zum Spiegel, Junge. Also ich muss, also Flo Grün, wenn du so weitermachst, wirst du getötet, ne? Nur dass du es weißt, ne? Wo ist jetzt eigentlich die Dings hier? Wo ist sie? Wo war das? War es hier oben? Ah, genau, hier oben, okay. Stimmt, sie setzt ja Morgün. So, weil wir ihn ja zu uns geholt haben, dann spawnen halt neue Waisen, was ja auch Sinn macht. So, Beziehung anderer Sims? Nein, ich möchte eigentlich. Hallo? Immer dieses Frozen, aber auch immer dieses Einfrieren von dem blöden Drecksweg. Die gerne tauschen. So. Ich hatte hier auch nicht vor, Magier zu werden. Aber es geht nicht anders. Ich muss Harry Potter werden. So. Kann das hier eigentlich auch klären? Nee, ne? Nee. Okay. Schade. Viel später halt, also nicht für jetzt, sondern wir haben ja schon so eine Gemälde mit. So. Ah, gut. Wofür haben wir eigentlich die 200 Dings bezahlt? Achso, für die Rechnung, ne? Stimmt, okay. Okay. Stimmt alles. Das können wir bestimmt auch alles später klauen, ne? Genau. Boah, das hier wäre auch cool, diesen Edelstein. Erstmal. Nein. Das will ich auf dem Thumbnail fest. Halten. Ich bin nicht zu spät, super. Egal. Hier sind Magier. Da ich das jetzt ein Magier, kannst du hier sein Zauberbuch ansehen, indem du die Vorteilsleiste öffnest und den Button an dem Fenster drückst. Ja, das ist super. Dann bitten einmal nach Tag fragen. Dann einmal über Adressen reden, weil ich glaube, wir brauchen eine Freundschaft jetzt vielleicht sogar. Ja, doch, ich glaube, Magier werden es kein Ding. Aber sie bringt mir nichts bei. Weil sie halt, weil wir da uns anfreunden müssen. Ich glaube, so war das. Ob das noch so ist, mal gucken. Und Vampiren schwärmen können wir auch mal machen. Genau. Nach Hobbys voran wollen wir auch mal essen, müsst ihr auch, verdammt. Und ich muss die Abstimmung machen, eigentlich. Scheiße. Ja, die Abstimmung schaffen wir aber nicht mehr, das ist das Problem. Es war Reisen. Das ist leider. Ja, ich hab's vergessen, Megumi. Abneigung mag malen nicht, okay. Malen nach Zorn. Nach Tagfragen. Tag verschönern. So. So mehr. Magie. Und dann noch Zaubertrankrezept. So. Aber wir werden nicht alles benutzen, je nachdem, was wir. Lernen, hallo? Hallo? Zaubertrankrezept, super. Watschenoi. Okay. Ich hätte also Bock. Nee, mein Wissen nicht mit jedem x-beliebigen, lernen wir zunächst besser kennen. Ich schätze, ob ich würdig bin. Von Hunden schwärmen. Das mache ich sowieso gerne. Hunde sind die Besten. Habe ich doch recht gehabt, Apokalypse noch beschreiben? Und wer keine Hunde mag, der wird halt hier gekillt. So. Ja, zumindest wenn man sich mit meinem Hund anlegt oder einem anderen Hund, dann
Gibt's ordentlich auf die Fresse, tiefgründig. Bisschen eine Freundschaft zu der Hanna. Bei den Himmel reden. Da noch. Damatsche Geschichte vielleicht auch noch. Und Pier Lebensstil loben. Enger Zusammenhalt Tipps geben, wo ich mich damit noch nie beschäftigt habe, seit wir das haben, aber auch egal. So, dann noch Lebensstil loben. Und nach Musikgeschmack fragen, genau. Super. Gut. Dann. Fesselnde Geschichte machen wir auch noch. So. Und. Haben wir Pierre nochmal schwören? Vielleicht. Prisha, okay. Und Flo Grün, das glaube ich auch wieder da. Ach, Karrierefragen machen wir auch. So. Dann wissen wir, dass sie hier die Weise ist. So, mein Char eher. Wahrscheinlich. So, dann machen wir hier noch fest in der Geschichte. Könnte sein, dass das schon längst reicht. Aber mal gucken. Nach Lieblingsmode. Na, schadet ja nicht, wenn wir sie zur besten Freundin haben. Mag romantische Musik nicht. Ich sag's nicht, ich sag's ungerne, aber manche Musik ist gar nicht mal so verkehrt und naja, kommst du ja auch nicht drum herum. Sanvi Chandran. Kein Name bist, aber ich weiß mal. Können wir auch mal kennenlernen. Ja, dann machen wir das kurz. So, weil meiner muss eh essen. Deswegen können wir kurz Dings kennenlernen hier. Und Prisha lernen wir dann auch einfach kennen. So. Lernen wir sie einfach kennen, die Leute hier. Können wir sie vielleicht auch ausrauben, je nachdem. Ah ne, die haben keinen Home. Shit. Shit, shit. Auf Klo muss ich auch. Das ist richtig scheiße. Bin ich auf Klo. Noch nichts essen. Vor allem hat er doch erst gefrühstückt. Wobei, nee, es ist schon spät. Macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn. Ich habe zwar wenig Hunger, aber trotzdem. Also manchmal schon ganz. Zähneputzen? Nee, Zähneputzen muss er nicht nochmal. Kann ich später machen. Kennst du die jetzt? Hallo, Spiel! Ey, meine Fresse, ist das eigentlich denn ihr Ernst? Diese Scheißentwickler. Meine Güte, ey, 2024 und die kriegen es mit der Ladezeit nicht. Mit dem Spiel, mit dem Gameplay nicht hin. Andere Games müssen auch viel leisten und haben auch keine Probleme wie hier. Ja, Produktion sauberer Energie, die meisten Stimmen erhalten. Tut mir leid, Megumi, ich hab's nicht, zeitlich nicht hinbekommen. War ein bisschen spät, die Info. So, die können die auch mal früher droppen. Weil je nachdem, weil wenn du nicht zu Hause bist, schaffst du es nie im Leben rechtzeitig hin. So, dafür sorgen die Ladezeiten. Gemüseteigtaschen. Irgendwie habe ich Bock drauf, komm, wir machen Gemüseteigtaschen. Der hat schon mal beim Kollegen das erste Mal so gegessen, so Gemüseteigtaschen. Und ich wusste gar nicht, dass ich das mag. Also das war schon cool. Und dich kennen wir auch noch nicht, Lady. Was heißt, wir stellen uns vor. So, weil... Die hat auch ein interessantes Gesicht. Mach gleich die Teigtaschen. Stell dich erstmal vor, bevor die weg ist. Weil die bleiben nicht hier, außer das sind halt Weise. Die Weisen sind halt die ganze Zeit hier, außer du, ja, holst sie halt raus. So auch mit der Lehrerin oder was auch immer. Oder das ist so eine Lehrerin in so einem Erwachsenenfilm. Das könnte auch sein. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht ist hier auch einfach irgendwas anderes. Irgendeine Bank angestellt oder so. Und ich bezeichne sie halt als Lehrerin oder als Lehrerin in Erwachsenenfilm. So, hier haben wir auch noch irgendwen. Der hat einen richtig deutschen Namen. Jana Fraunhofer. Und das ist so ein deutscher Name, den habe ich noch nicht mal gehört. Und das, obwohl ich Deutscher bin, aber. So. 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 Aber lernen wir sie auch kennen, wenn wir schon mal alle kennenlernen hier. Außer die alte Oma, weil alte Menschen die interessieren können. So, alte Menschen interessieren nicht. Shania. Ja, wobei, das würde Sinn machen mit der Lehrerin in Erwachsenenfilmen. Shania einfach. Nachsitzen bei Shania heißt dann der Titel von dem Erwachsenenfilm. Okay, ich sollte das unterbinden.
und einfach mich aufs Essen konzentrieren, weil es im runden Bereich und wir haben ja Wichtigeres zu tun als. Aber tat ganz gut, die kleine Auszeit vor dem Ganzen. Merkel Vera? Ich muss sagen, die Frisur fällt mir jetzt nicht so bei ihr, aber das Outfit bei der Frau Fraunhofer, das gefällt mir gut. Oder auch ihr Outfit, das ist auch nicht verkehrt hier. Von der, wie heißt sie nochmal? Laila Lopez, ah, okay. Laila Lopez. Machen wir Gemüseteig da rein. Ich hoffe, wir sind noch nicht müde. Scheiße. Das ist Kacke. Aber gut, dann machen wir erstmal die Magie bei der Frau da weiter. Die Morgün ersetzt. Es kann auch sein, dass wir nur ungezähmt brauchen, aber ich glaube, Schelm ist es, was ich haben will. Müsste, oder? Oder ist ungezähmt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß nicht hundertprozentig. Ich meine Schelm, aber es kann auch sein, dass ungezähmt ist. Mal gucken. Ja, kannst du mal hin mal mit den Teigtaschen? Wir haben eine Ewigkeit. Vielleicht müssen wir hier auch übernachten, so wie wir es in der Money Change gemacht hatten. Damals in der normalen, wo wir kein Bett hatten und nichts. Einfach hier übernachtet. So. Wobei, ich würde sagen, das geht sogar fit, weil das halt nicht so gut ist, hier zu übernachten. Weil die haben halt nur eine Couch und so eine Bank und so. Ja, deswegen. So. Ja, schön, interessiert mich doch ein Scheiß. Also das dafür, ich kenne die kaum, das interessiert mich nicht. So zurücksetzen. Interessiert nicht. So, leg dich mal auf die Couch. Nein, nicht klauen. Hab ich schon ein Bild mitgenommen. Ah, Megumi meldet sich gar nicht wegen Aktionsplan. Ob sie sauer auf mich ist? Hoffentlich nicht. Dafür habe ich keine Zeit und keinen Lust. Dass sie mich dauerhaft wütend anruft oder so. So, jetzt halt die Frage, Hana Yamato. Sind wir? Yamato, sind wir gut? Wobei, bitte, ich möchte dich einzugehen. Nicht Spaß, machen wir hier. Bitten. Nochmal beizubringen. Wenn wir den Ausgeruhter sind. Da steht auch die Dusche, diese Bedürfnisse, ey. Vor allem habe ich gerade geduscht. Was soll denn die Scheiße? Also, das sehe ich nicht, ey. Also, echt, ey. Der hat erst geduscht. Hallo. Und tschüss. Ah, gut, eh nicht mein Geschmack, deswegen passt das ganz gut. Ja, der eine ist auch müde. Die kennen wir bereits, ich habe den Namen vergessen, aber die kennen wir. Also das heißt kennen, da waren wir ja eben gesehen. Zischender Blitz habe ich, nice. Nice. Dann bitte einmal mehr Magie. Bitte ein Zaubertrankrezept beizubringen. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch nach dem alten Mann. Also ist. Bedürfnisbefriedigung. Let's go! Wir können unsere Bedürfnisse befriedigen. Den werde ich einmal zeigen und dann werden wir den nie wieder benutzen. Weil, naja, wir könnten, aber das ist dann keine Challenge mehr und das soll hier ja eine Challenge sein, deswegen. Den Frosch müssen wir eigentlich auch mal verkaufen, bevor er tot ist. Weil, wobei, nee, lassen wir einfach. Also in Real Life hätte ich ihn verkauft. Aber, lassen wir ihn einfach mal hier. Oh, cool. Aber na. Wenn sie mir zuschaut, wie ich am Schlürfen bin. Gut. So. Ah, ich glaube, Zaubertrankrezepte können wir auch unbegrenzt lernen. Also die ganze Zeit, glaube ich. Genau. Gucken wir mal. So. Oh, warte mal kurz. Wer bist du? Ah, bist Shania, ne? Ja, doch, das könnte passen mit den Erwachsenenfilmen. Einmal als Lehrerin, einmal als Schülerin. Oder Cheerleaderin oder so. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Nach Folianten suchen. Das ist eh wichtiger. So. Aber was will sie dann im Reich der Magie? Wenn das so stimmt. Ja, wer weiß. Komm schon. Finde Folianten. Sind hier noch irgendwo Partikel? Nee. Ah, mal, wer ist das da? Ah, steht jetzt ist weg. Die Frau sah von weitem interessant aus.
Vom Nahen keine Ahnung. Hab sie nur vom Weiten gesehen. Also mein Char nicht, aber ich. Gut. Ist okay. Kannst du mal hinne machen? Haben die ewig Zeit. So. Los, beeil ich mal ein bisschen hier. Wobei, die Rosen kann man verkaufen. Brauchen wir nicht. Delirium, okay. Können wir das schon lesen? Das ist die Frage. Manche Dinge kannst du halt erst später lesen. Studieren. Versuch's mal. Also ist halt nicht das, was wegen wir hier sind, aber trotzdem mal schauen. So. Hieroglyphen am Lesen. Wobei von vier Sims nicht gemocht werden, dann leg ich mal mit der Oma an hier. Nicht nee, Spaß. Wechseln wir das Bestreben mal. Denn wir machen jetzt das mit der Magie eben. Weil wir sind ja eh Magier geworden. Deswegen denke ich, kann man das mal ändern eben. Dass wir hier. Was ist das? Das war. Hier ist auf jeden Fall den Zaubertrank-Dingsbums. Es gibt da halt zwei, einmal Zaubertrank und hier. Genau. Hier müssen wir hin. Nice. Wir haben schon Upgrade. Kann ich mal kurz? So. Dann zeige ich kurz, was das ersten Aufgaben waren hier. Die wir leider direkt abgeschlossen haben. Im Magier werden reicht der Magiereisen Zauber lernen. Jetzt reichen zwei erreichen Gehilfe, drei verschiedene Zauber kennen und ein Zauber auf anderen Zim wirken. Was für Gehilfe sein? So, ich bin kein Gehilfe. Ich helfe nur mir selber. So wie in Real Life. So, hier. Hieroglyphen. Hi. Hi. Hey Leute, hi Simeon. Deine Magie werden wir nicht benötigen. Finde da okay, einen Schüler weniger. So. Wobei. Erstmal. Umgucken, wer bist du? Flo. Ah, okay. Cooler Hoodie. Wo hat der denn her? Ah, versetzen wir vielleicht mal hier Carlo Pfeiffer. Wobei, ne, der geht gerade. Schade. Oh, hi. Gemma. Ist zwar eine Teenagerin, aber stell dich mal vor. So freundlich vorstellen, ist ja kein Ding. Ist ja kein Verbrechen. So. Und Flo Grün kann man mal zischender Blitz ausprobieren. So. Machen wir so. Auch wenn er ein Duell gewonnen hat. Nice! Neuling auf dem Gebiet der Magie. In die Lyrium versetzen. Nice! Wir haben einen neuen Zauber gelernt. Da gehen wir auch später drauf. Aber erstmal müssen wir hier den Flo Grün. Mal gucken, ob es geklappt hat. Weil es kann halt auch fehlschlagen. Aber es scheint geklappt zu haben. Jawohl, es hat geklappt. Kriegt einen kleinen Schock ab. Woher weiß er, dass ich das so uncool. Flo Grün ist uncool. So. Hi Gamma. Wie geht's? So, cool. Nein, hör auf, sollte ich mit der Freundschaft schießen. Gerade nur kurz reden. Nur kurz andauern. Niklas Bunsen. Könnte man auch mal reden, aber wir haben eigentlich eine Aufgabe zu erfüllen. Deswegen müssen wir mit Dings hier reden, mit dem Shingo Ikeda. So, verbotene Wörter. Ne, wir reden über Interessen. Wir fragen nach dem Tag, wie es so geht, dem Boy. Dann machen wir über Interessen reden, nochmal. Und dann machen wir hier, jetzt kommt das Kompliment machen. Ja. Dann machen wir hier nach Lieblingsmode fragen, auch wenn es mich nicht interessiert. Tiefgründig unterhalten. Outdoor Adrett, okay. Ja, eben das Seine oder so, keine Ahnung. Bin kein Modefreak. Hab nichts übrig für Mode. Mode, was ist das? Kann man das essen? Kann man es essen? So, dramatische Geschichte bitte. Und let's go! So. Aber ich würde sagen, wir haben in diesem Part hier auch viel erreicht. Und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ciao, Leute.